Hallöchen, ich bin's Miri vom Festspielteam und ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe von Miri macht. Das ist mein Special Guest heute, Yannick. Hallo. Hallo. Wir machen heute die, was machen wir für eine Challenge? Zehn Challenge. Genau, die machen wir. Das hat unter anderem Lea Klima vorgeschlagen, auch ganz viele andere, ja. Aber wir haben sie jetzt einfach mal rausgenommen und erwähnt. So, und hier haben wir ganz viele Dosen, ja. 10 Stück sind es. Wir waren einkaufen. Darunter befindet sich immer eine Nummer. Ich weiß jetzt nicht, welche darunter ist, aber darunter befindet sich immer eine Nummer. Das hat Freddy für uns übernommen. Der hat die beschriftet vorhin, ne. Hier haben wir Zettel mit Nummern drin und die werden wir abwechselnd ziehen. Darunter können wir jetzt schon verraten, ist einmal Hunde. Futter und einmal Katzenfutter, ja. Wir müssen jeweils mit unserem Löffel einen Löffel hier rausnehmen, den essen. Und wenn wir den gegessen haben, kriegen wir einen Punkt. Wenn man den nicht isst oder isst, ausspuckt, der ist hier auch übrigens den Mülleimer, ja. Also wenn du schlecht bist, weißt du, wo ein, ne? Ja, dann ist der Punkt natürlich verloren. Und wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich vorschlagen. Yannick, du ziehst den ersten Zettel. Ich bin schon ganz gespannt. Die Nummer 8. Die Nummer 8, okay. Auf geht's. Hier, was ist denn? Ich hab's. Das hier, okay, gut. Dann mach mal auf. Was meinst du, was könnte das sein? Okay, irgendwas Flüssiges auf jeden Fall. Das ist gut, aber ich muss sagen, die Dosen heutzutage haben Gott sei Dank alle so einen Nippel hier vorne. Ne? Früher musste man die Dosen ja immer mit so einem Dosenöffner aufmachen. Die alle, die wir gekauft haben, haben so einen Nippel. Kriegst du es hin? Ja, ja, es ist sehr flüssig. Wir wollen ja nicht, dass da was entgegenkommt. Ja, hallo, ich habe mein T-Shirt an, das sollte nicht dreckig werden. Oh, lecker. Was ist das? Thunfisch oder was? Das ist eine gute Frage. Das sieht aus wie ein Thunfisch, ne? Ist das Thunfisch? Ich glaube, das ist Thunfisch. Thunfisch im eigenen Saft. Lecker. Dann nimm da mal einen Löffel. Ein Großlöffel. Das riecht aber wie Katzenfutter. Aber wenn man genau hinriecht, das ist ein Fisch. Ja, dann probier mal. Schönen Löffel, schön groß. Ja, ja. So, richtig voll. So, ein Löffel so, ne? Für Yannick. Ist gut, ja? Ist ja ein Löffel. Ist aber Thunfisch, oder? Ja. Okay, ja gut, dann mach ich mal weiter. Das gibt einen Punkt für dich, der erste Punkt. Applaus für Yannick und ich hab die Nummer 1, 2, oh Gott, da hab ich Glück gehabt. 5, 1, 9! Ich weiß, was das ist, dass die kleinste Dose gibt. Das ist Katzenfutter. Oh Mann! Das heißt, du darfst die ganze Dose essen? Das? Ja. Sehr gut. Ja, das war unser Deal. Wir haben es davor gesagt, wir haben die kleinste Dose und da die so klein ist, muss man die ganze Dose essen, Katzenfutter. Und das ist so ganz ekliges. Leckeres Katzenfutter. Ich musste es. Und gleich, also, weißt du, Nummer 1, erstmal dran, Nummer 1 und gleich die erste und ekligste Dose. So, ich mach mal auf. Mmh. Oh, das sieht aber lecker aus. Oh Gott. Mmh. Lecker. Was soll ich jetzt essen? Das sieht so eklig aus. Guck mal. Also ich wünsche dir da guten Appetit. Dankeschön, sehr nett, ja. Ganze Dose. Ich probiere mal ein bisschen von der Soße erstmal. Und wie schmeckt's? Boah, nee. Ich kann das nicht essen, sorry. Was? Die Soße schmeckt schon von ich probier mal. Voll lecker. Boah, nee. Wie? Na komm, ein bisschen, okay? Gut. Boah, das ist so eklig. Irgendwie nass zu halten, nee, ne? Ja, nein, danke mal. Das geht so. Ja. Das heißt, du lässt dich überreden, diese ganze leckere Dose zu essen? Nee. So, dann zieh ich schon mal die Dose. Du hast die Chance, dir einen Special-Punkt zu verdienen, indem du die ganze Dose aufisst. Kein Punkt. Nein. Auch wenn es sehr lecker aussieht. Die Nummer. Kann Katzen sowas essen? Die Nummer 2. Nummer 2. Sehr gut. Ich hätte lieber Thunfisch gegessen. Die ist hoffentlich weiter hier. Nummer 2 habe ich hier schon gesehen. Das war das hier. Eben, als ich aufgemacht habe. Guck mal, nur die Kleindosen bis jetzt, ey. Ja, die Kleindosen sind aber nicht immer die besten. Boah, aber die Soße war ekliger als das, was ich eben gegessen habe. Findest du? Ja, so ein Katzenfuttergeschmack im Mund. Na komm schon, Dose, geh auf. Ja, den kämpft noch mit der Dose. Soll ich dir helfen? Ja. Komm, ich mach's dir auf. Oh ja. Oh nein. Nein. Das sieht aus wie... Nein. Was Weißes, Flüssiges. Ich hab's. So. Was ist denn? Das müsste... Also das sieht aus wie weiße Farbe.
Wir haben Farbe gekauft. Wir essen heute Farbe. Lecker. So, dann nimm dir mal ein Löffelchen. Richtig schön. Auch noch mehr. Komm, denke ich noch was. Lass es dir schmecken. Und was ist das? Das schmeckt so wie Kokosmilch. Also, das schmeckt gar nicht schlecht. Davon kann ich auch mal ausprobieren. Oh ja. Das ist nicht so schlecht. Oder hast du... Ich meine, ein bisschen Katzenfutter. Nummer 10. 10. Ich hab eine 10. Nummer 10. Bitte lass was Gutes sein, bitte lass was Gutes sein, bitte lass was Gutes sein. Oh nein! Das ist Ananas und ich hasse Ananas. Es gibt ja nichts Besseres. Aber große Ananas. Ananas. Ich muss jetzt, ich stehe unter Druck, du hast mich unter Druck gesetzt, das schon zweimal geschafft, ey. Schon zwei Punkte. Das ist okay so, oder? Ja, komm mal, Ananas, guck mal. Muss ja nicht so einfach werden. Nee. Okay. Lecker! Echt mal. Super lecker. Kann. Vor allem, wenn man Ananas nicht mag. Oh Gott, da kann ich eine Flasche Wasser hier stehen. Okay. Nummer 3. 4. 9. Ah, ich hab's. 1. Ist das die 1? Nee, die 1 hatten wir schon. Ach, stimmt. Die 1 war ja das leckere Katzenfutter. Mein Dessert. Okay. Oh, das Sommerkraut! Okay. Auf geht's. Zeit go, Alter, was ist das denn? Da musst du jetzt einen richtigen Löffel nehmen, ne? Das geht nämlich alles runter sonst. Sauer macht lustig, hab ich gehört. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Geil, ja, dein dritter Punkt schon, wow. Bin begeistert, also mein Special Guest übertrifft mich heute. So, ich habe jetzt die Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5 mit einem Griff. Nein! Jetzt habe ich das umgespritzt. Das sieht aus wie diese sehr leckeren Mandarinen, die aus dem Dings kommen, auf den Kuchen. Aber ich hasse diese ekligen, labberigen Mandarinen. Ich habe sogar früher... habe ich gar keine Mandarin gegessen. Ja, das ist gut. Dann wird es ja jetzt Zeit, das nachzuholen. Das mit gut? Einem leckeren Löffel Mandarin. Oh. Alles gut. Oh. Und wie ja. Schmecken diese. Oh, ich habe niemanden zu trinken. Schmecken sie die schmecken immer nach Karotten, finde ich. Ich habe schon zwei Punkte. Die 9. Die 9 ist hier. Nein. Die 9 ist die größte Dose, die größte Dose ist Hundefutter, das habe ich mir gemerkt. Das so, hast du dir ja, ja, kein Hundefutter für mich. Das sieht jetzt, also die Sache ist fest oder flüssig? Ich weiß es nicht. Wie sieht ein Hundefutter normalerweise aus? Schaut es euch an, das sieht das sehr einfach, lecker aus. Das ist einfach so eine feste Masse, oder? Gute Sache. Ja, dann nimm mal. Oh. Muss ich so ein Fleisch brauchen? Ja, ja, musst du. Aber ich muss den du dann... musst einen richtigen schönen Löffel, so ein tiefer rein damit, komm. Nein. Nur wenn du es essen willst. Lass mal. Und, ist gut? Nee, also... Wir werden heute zu Katze und Hund. Das kann ich ja. Nicht. Du bist der Hund. Jumal, also. Nee, ich will das nicht probieren. Nee. Also, Punkt verloren! Nein. Meine Chance aufzuholen, dann steht's unentschieden, ne? Was haben wir hier? Achso, ich muss jetzt essen. Ich muss das ziehen. 4. Oh nein. Oh, oh, das sieht total eklig aus. Sieht aus wie Mango. Ja, irgendwie schon. Ich opfer mich. Oh, ich ekel mich schon so. Ja, total. Mango ist ja mein Lieblings. Mann! Come on! Der Kampf mit der Mango. Mach das so. Ist das jetzt ganz edel, guck. Ja. Voll edelig. Man sieht es ja richtig an. Das schmeckt gar nicht. Wer ist der Punkt der Entscheidung? Ich nehme recht. 7. Ich mach, mach mal auf. Ja. Gleichzeitig. Was ist das denn? Ich habe hier so eine rote Suppe drin. Oh Gott, das ist voll. Ah!
Ah, die guten alten Champignons. Auf die Tastatur gespritzt. Boah, Gott sei Dank, ich nicht. Ich hasse Champignons. Ich weiß nicht, was ich hier habe. Wir haben hier so Punkte. Ah, da sind Bohnen drin. Wir wollen uns ja keine Punkte schenken, ne? Richtig. Guck mal. Gut? Ja. Du musst noch ein bisschen drauf machen. Ja, noch ein bisschen. Wunsch, ihr Pilz von Wunsch. Okay, auf geht's. Die sind sehr lecker. Ich muss sagen, so ungekochte Bohnen sind jetzt auch nicht so geil. Aber hier ist noch ein bisschen von meinen Mangos. Ich weiß gar nicht, wie viel steht. Ich glaube, unentschieden, ne? Ja, 4-4. Also, einer holt das 100 oder so. Hat niemand die Challenge gewonnen. Naja, wir haben beide gewonnen. Wir sind beide Sieger, würde ich sagen. Und du als mein Special Guest, ich kann dich ja nicht verlieren lassen, ja? Ja. Deswegen habe ich natürlich extra das Katzenfutter nicht gegessen. Und ja, wir sind jetzt auf euch angewiesen. Und zwar könnt ihr so wie Lea Klima, wie ist sie? Könnt ihr Vorschläge machen und das Video kommentieren, was für eine Challenge ich als nächstes machen soll. Dann nehme ich mal an, wieder alleine das. Yannick leider nicht dabei. Aber ich finde, er hat seinen Job ziemlich gut gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Also kommentiert unter das Video und dann bis zur nächsten Challenge oder beziehungsweise nächsten Aufgabe von Miri macht's. Tschüss, euer Miri.